Das letzte Mal ist eine Folge Star Wars Battlefront sehr lange her. Seitdem habe ich auch nicht mehr Star Wars Battlefront gespielt. Dementsprechend, ja, bin ich wahrscheinlich ultra bad dabei. Aber mein heutiges Zurückkommen und Machen der Folge. Druidika, sie sind da. Liebe Leute, es gibt verdammt nochmal Druidika in diesem Spiel. Sie sind da. Und ich hoffe, ich werde es schaffen, einen dieser süßen Druidikas spielen zu können heute. Einmal unsere Operationen. Die daraus resultierende Situation könnte eine diplomatische Lösung erfordern. Wahrscheinlicher ist aber die komplette Vernichtung ihres Schiffs. Und damit willkommen, liebe Leute. Ja, es gibt einen neuen, Druidika. Es gibt auch einen neuen Panzer für die Rebellen. Den wird man hier wahrscheinlich nicht sehen auf dem Schlachtfeld. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube bei dem Modus hier nicht. So, auf Geonosis sind wir am Start. Müssen erstmal jetzt die Punkte erobern, alle. Und je nachdem geht es dann weiter auf eins der riesigen Schiffe. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Auf jeden Fall, Kobe! Kobe! Ja, wir spielen das Ganze auf der wunderbaren Xbox One X heute mal wieder. Alter, bin ich gerade. Ah, ich kann nicht mehr mit dem Controller lenken. Leute, ich kann nicht mehr mit dem Controller lenken. Ich bin richtig lost. Ich kann gar nichts mehr mit dem Controller. Heiliger Bimbam. Ich bin richtig lost. So, ich respawn mal schnell. Ich drück mal eben auf Respawn, Leute. Okay, wir probieren's, Leute. Wir probieren's. Druidika. Oh mein Gott. Das ist die Bubble. Kann ich das aufladen? Ja! Mann, Mann, Mann! Ich komme, Freunde! Aua! Mama! Das muss ich noch lernen, Alter. Okay, das muss ich noch lernen. Das ist ja schwierig. Da muss ich erstmal mit umgehen, Alter. Da muss ich erstmal echt mit umgehen können. Du musst ja... Ah, schwierig. Aber immerhin, ich spiele das erste Mal, mein erster Einblick in die Druidikas. Immerhin. Okay, was macht das? Was macht das eigentlich? Über LAN? Okay, dann schießt man halt deutlich schneller, ne? Kann ich das Schild auch so direkt aktivieren? Ja, kann ich. Dann baut er sich auf und macht instant den Schild an. Okay, das ist sehr interessant. Mein Problem ist echt das Zielen aktuell. Das Zielen aktuell mit dem Druidi, mit dem Controller. Ich bin ja so heftig außer Übung. Das ist ja echt traurig. Ich bin echt heftig außer Übung. Und da kommt Anakin. Schade. Da kommt er dann mit seinem Raketenwerfer. Ach Mann, andauernd kommt irgendwie Yoda oder Anakin und holt mich weg. Ach Mensch, ey. Ich glaube, wenn du den beherrschst, ist der ganz gut. Aber ich bin aktuell eine richtige Vollniete. Das merkt man vielleicht auch ein bisschen, ne? Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Wie immer. Aber das ist echt cool, dass sie da sind. Ich finde das awesome.
Mega cool. Heute leider auch ohne Facecam. Habe ich schon erwähnt? Nee, ne? Bin ein bisschen überexcited, deswegen vergesse ich zu reden. Heute ohne Facecam. Das liegt aber daran, weil es einfach wirklich mega warm ist und ich aussehe wie ein geschmolzener Fettkloß. Und das ist nicht so geil, glaube ich. Komm her! Och Mann! Das kann doch nicht sein, dass schon wieder nicht geklappt hat. Ich glaube, das liegt auch an meinem Aiming und alles. I don't know. Warum baue ich mich jetzt ein? Ich wollte ihn dahinter noch töten. Ich komme zu nichts hier. Ich bin ein richtig schlechter Druidica-Spieler gerade. Ah, richtig bad. So bad, so bad. Gib Gummi jetzt. Ja. So, ich will mal... Was machen wir denn mal? Ich gehe mal zu... Ah. Oder was auch immer das hier ist. Das hier ist A. Okay, wir hier haben einen Panzer. Und ich gehe zu B. Was geht, Bros? Oh oh. Kommt dieses rennende blöde Ding hier. Da ist der Panzer übrigens, der neue. Das ist der neue Panzer der Rebellen. Das Gute ist, ich kann mich hier ganz gut verstecken gerade. Immerhin etwas. Während ich A erober. Gegen den Panzer können wir halt wenig ausrichten, oder? Ja, der ist kaputt. Haben die Druidikas das gemacht? Aua, 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 nein. Mach mir bitte kein Aua. Da ist wieder ein blöder Panzer. Ich gehe direkt mal zum nächsten Posten. Es sind noch mehr Gegner, hallo? Hallo, Entschuldigung, excuse me. Ja, wir haben gar keine Posten, ne? Und die Gegner haben ganz viele. Ich glaube, wir sind richtig scheiße. Möchte ich nur mal erwähnt haben. Ich glaube, wir sind echt schlecht dabei. Aber man kann ja nicht alles, ne? Vollstrecker Rang 20. Ja, das klingt doch auch ganz nett. Bin da. Warum leuchtet der immer so rot? Einfach reinfeuern! Okay. Weg mit dir, Dad! Oh oh, mein Schild ist weg. Alles mit der. Aber alles gut, das lädt wieder auf, Leute. So, wo gehen wir jetzt wieder hin? Ich folge mal meinen Bros, oder? Und da gehen wir nach. Oh Gott, da ist schon wieder eine Ink. Wie gut ich doch die Leute treffe. Und töte. Und zwar, ich treffe gar nichts. Aber ich habe ordentlich Punkte gemacht. Aber ich habe auch Count Dooku noch nie gespielt übrigens, ne? Der ist ja auch neu, in Anführungsstrichen. Seitdem der kam, habe ich auch nicht mehr gespielt. Genauso wie Anakin und so. Echt ewig her. Mann, ich war so gut in dem Spiel. War. Unsere Truppen haben einen Kommandoposten gesichert.
Seht ihr das? Aiming on point. Ich gehe da mal langsam hinauf. Ich treffe halt nichts. Ich werde von allen Seiten immer nur abgeknallt und bin weg. Das ist gerade keine nice Experience, die ich hier erfahre. Ich hab 20 Eliminierungen? Wann? Ich habe keine Ahnung, wann das geschehen ist, aber ich akzeptiere das mal. Ja, sehr clever, neben Yoda sich aufzubauen. Möchte ich nur noch mal gesagt haben, dass das clever war. Dankeschön. Auf jeden Fall, das ist verloren. Die Gegner haben jetzt mittlerweile 100 erreicht und müssen jetzt hier an Bord gehen. Aber wir müssen die natürlich, können die natürlich so lange noch ein bisschen abschießen, während die an Bord gehen, was wir auch gleich schon geschafft haben. Natürlich wieder super von mir gemacht. Ich dachte so, ja, gehst du von hinten. So, hier, seht ihr das, Leute, für die den Spielmodus nicht kennen. Sind jetzt an Bord gegangen und jetzt geht's weiter. Einsteigen, beenden. Genau jetzt. Ich finde eure Unfähigkeit zunehmend unerfreulich. Und jetzt geht's auf unser Schiff, weil die haben es ja geschafft zu erobern. Und jetzt müssen die versuchen, unser Schiff oben von innen zu zerstören und wir müssen es verteidigen. Und wenn sie das geschafft haben, ist, ja. Es gibt Befürchtungen, die Republik könnte Schwächen im Design unserer Schiffe entdeckt haben. Dann ist der Modus vorbei. Das geht tatsächlich so lange, bis, ja, eins der Schiffe kaputt ist, entweder unseres oder deren Schiff. Das heißt, der Modus kann sich auch sehr ziehen, tatsächlich. So, hier ist A. Da war gerade Obi-Wan. Lass mich in Ruhe. Aua, 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 aua. Ich glaube aber mit einem Druidika in so einem Schiff ist schon ein bisschen cooler. Ey, du wirst halt echt von überall beballert. Sogar von hinten über dir ist einer mit seinem Jetpack auf irgend so ein Schiff gekrabbelt. Du kannst halt nichts machen. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich bin kacke, weil ich das Spiel 100 Jahre nicht gespielt habe, aber das ist halt echt unglaublich. Die sind halt wirklich überall. Immerhin konnten wir ein bisschen reinpfeffern, ne? Immer ein bisschen reingeballert. Okay, rollen wir mal durchs Schiff hier Richtung A. Denn Surprise, wir müssen das. Ich habe dich gemacht. Das hat keiner gesehen. Cut! Ich finde die zwar mega interessant, aber ich finde die ultra schwierig irgendwie richtig zu spielen. Ich weiß nicht, aber ich finde das echt nicht leid. Yo. Guckt euch das an. Ich baue mich auf, Schild an, schon Schild down, down. Das ist halt schwierig. Ich weiß nicht. Bestimmt gibt es da so Tipps und Tricks, wie man den richtig spielt. Aber für mich aktuell, ich find den echt cool. Irgendwie ist das echt cool. So ein Druidiker, wirklich. Aber das ist, glaube ich, so ein, das musst du halt auch irgendwie beherrschen. Wow. Wie schnell halt mein Schild immer weg ist. Das müsste viel mehr aushalten, oder? Das ist ja nichts, das Schild. Das ist einfach flupp. Schild ist weg. Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen schwach. Komm ran hier. Haut der hier ab? Ah, lol. Ich kann mein Schild nicht aktivieren, weil er... Oh, leck. Ja, gut.
Das war's dann, liebe Leute. Ja, gut. Geilo. Dankeschön. Dafür bist du eingespielt. Ja. Okay, liebe Leute. Das war ein kleiner Einblick in die Druidika. Gameplay nicht das Beste, nicht das Gelbe vom Ei. Ich muss das mal wieder ein bisschen mehr spielen und trainieren. Dann wird das auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einer anderen Folge oder der nächsten Folge wieder. Daumen hoch, wenn ihr mehr Battlefront sehen möchtet. Und dann muss ich mal wieder ein bisschen mit einspielen. Danke fürs Zusehen. Das war ein bisschen Einblick in die Druidika.